Jetzt möchte ich Ihnen Christian Landenberger vorstellen, der als süddeutscher Impressionist gilt und sich hier den badenden Knaben widmet. Ein Ausschnitt, wenn auch gleich bei einem recht großformatigen Bild, ein Ausschnitt, wo die Jungs sich im See vergnügen, im Hintergrund versuchen sie Fische zu fangen, im Vordergrund kommt ein Junge direkt aus dem Wasser und versucht sich das Wasser aus dem Ohr zu klopfen, im Hintergrund leicht begrenzt, vermutlich das Ufer des Ammersees, dort war er sehr viel unterwegs. In leichten, feinen Strichen zeigt er uns diesen Sommerabend. Das Licht reflektiert wunderbar auf den wassernassen Körpern der Knaben, teilweise auch ein bisschen rötlich schon, wo die Haut gebräunt ist, so dass man letztendlich auch das Gefühl hat, der Sonnenuntergang ist recht klar und recht nah. Insgesamt eine flirrende Atmosphäre, die sich insgesamt bei dem Bild ergibt. Ganz anders dagegen bei Max Liebermann. Dasselbe Thema, aber dennoch ein ganz anderer Eindruck. Mit groben Pinselstrichen arbeitet er quer über die Leinwand. Er tut dieses sehr schnell und man kann, wenn man nah herangeht, die einzelnen Pinselstriche und die Abdrücke der Farbe sehen. Allerdings erschließt sich dann das Motiv gar nicht mehr. Man braucht wirklich ein bisschen Abstand. Kein abschließender Uferstreifen, sondern wirklich aus der Totale zusammen in einen kleinen Bildausschnitt gedrängt.